Sie ist das beste Zeichen für den Neuanfang. Die kleine Neugeborene, die Mutter Martha gerade in ihre neue Heimat bringt. Das SOS-Kinderdorf in Monrovia. Vor 2 Tagen geboren, von der Mutter im Krankenhaus abgegeben, weil diese sich nicht um die Kleine kümmern kann. Nicht einmal einen Namen hat das Säuglingsmädchen. Manchmal bringen sie Babys einfach zu uns ans Tor und legen sie dort ab. Wer gibt ihr den Namen? Die SOS-Mutter. Wir kennen ja die wahren Eltern nicht. Oh mein Gott, ist die süß. Die erste neue Bewohnerin nach langer Zeit, in der alle im SOS-Kinderdorf in Monrovia wegen der tödlichen Bedrohung durch Ebola unter Quarantäne leben mussten. Dabei hatte man gerade mit der Renovierung der Familienhäuser und der sich ebenfalls auf dem Gelände befindenden Hermann-Gmeiner-Schule begonnen. Eine Renovierung, die längst überfällig war. Denn das SOS-Kinderdorf wurde 1978 gebaut. Das Mauerwerk war brüchig. Es fehlte an Wasser- und Stromleitungen. Durch die Dächer regnete es an vielen Stellen in die Wohnbereiche. Vor 3 Jahren hat es SOS-Mutter Beatrice so erlebt. Überall hier läuft es herunter. Wenn es heftig regnet, müssen wir nach hinten fliehen. Selbst wenn ich dort drüben koche, wenn es regnet, kann ich dort nicht bleiben. Ich muss nach innen gehen zum Kochen. Ähnlich schlecht war der Zustand der Hermann-Gmeiner-Schule auf dem Gelände des SOS-Kinderdorfes in Monrovia. In einigen Klassen gab es nicht einmal richtige Fenster. Auf engstem Raum drängten sich die Schüler auf veraltetem Mobiliar. Schon lange wollten die SOS-Kinderdorf-Verantwortlichen das gesamte Gelände renovieren lassen. Doch eine noch viel größere und längere Katastrophe als Ebola verhinderte dies auf brutalste Weise. Der blutige Bürgerkrieg in Liberia, dem zwischen 1989 und 2003 mehr als 250.000 Menschen zum Opfer fielen. Dem SOS-Kinderdorf-Personal gelang es in all diesen Jahren, die ihnen anvertrauten Waisenkinder zu beschützen. An eine Renovierung der Gebäude war jedoch nicht zu denken. Umso glücklicher waren alle, als vor 3 Jahren endlich die Bauarbeiten beginnen konnten. Als erstes wurde die Schule fertiggestellt. Dann ging es an die Wohnhäuser. Kurz vor der Einweihung der Schule, die neuen Möbel wurden gerade angeliefert und aufgebaut, plötzlich erneut die Katastrophe. Der Beginn der Ebola-Epidemie. Die Bauarbeiten mussten eingestellt werden. Jetzt ging es nur noch darum, alle Bewohner des SOS-Kinderdorfes vor dem tödlichen Virus zu schützen. Nur ganz wenige vom SOS-Personal durften das Gelände verlassen, um die notwendigen Einkäufe zu erledigen, Medikamente, Desinfektionsmittel und Sicherungsmaßnahmen zu organisieren. Immer wieder mussten Schule und Kindergarten geschlossen werden. Also wurden die Kinder daheim in ihren Häusern von den SOS-Müttern unterrichtet. Zur gleichen Zeit kämpften die Krankenschwestern und Ärzte der SOS-Klinik in Monrovia um das Leben von hunderten betroffener Patienten. Unter schwersten Bedingungen. Behandlung in spezieller Schutzausrüstung. Laufend musste überall in der Klinik desinfiziert werden. Quendy Appleton war selbst Waisenkind und ist im SOS-Kinderdorf in Monrovia aufgewachsen. Mittlerweile leitet sie den Klinikbereich. Während der gesamten Ebola-Seuche blieb die Klinik geöffnet. Tag und Nacht haben die SOS-Mitarbeiter versucht, die Menschen zu retten. Von denen bei ihrer Ankunft meist keiner wusste, ob sie den tödlichen Virus in sich tragen oder nicht. Immer die Gefahr beim SOS-Personal vor Augen, selbst angesteckt zu werden. Die Angst hat uns weiterarbeiten lassen. Dadurch waren wir besonders aufmerksam und haben sehr konzentriert gehandelt. Ein wenig Angst ist daher sogar ganz gut. Im SOS-Kinderdorf konnte jeglicher Kontakt zu Ebola-Infizierten vermieden werden. Dennoch bekam jeder hier mit, was draußen vor sich ging. Einmal sogar sehr direkt, bei einer Familie gleich in der Nachbarschaft, nur über die Mauer hinweg. Mutter Beatrice hat von hier aus beobachtet, wie der Seuchendienst kam. Eines der Kinder war bereits am Ebola-Virus gestorben. Die kamen mit einem großen Lastwagen. Da waren schon 8 Tote drin, in Leichensäcken. Die haben den Jungen genommen und auf den Wagen geladen. Das hat mir im Herzen wehgetan. Ich bin zu uns ins Haus zurück und habe geweint. Gleich zu Beginn des Ebola-Ausbruchs begannen die SOS-Verantwortlichen, das Kinderdorf zu schützen. Aus Deutschland wurden Desinfektionsmittel und sanitäres Material geliefert. Dazu Schutzkleidung. Selbst Babywindeln zum Wegwerfen. Eine große Lagerhalle voll, gleich neben den Wohnhäusern.
Quendi Appleton holte hier auch immer wieder Nachschub für die SOS-Klinik. Dort kam es zu einer Infektion. Als sich eine der Krankenschwestern mit Ebola ansteckte, haben wir überlegt, die Klinik zu schließen. Überraschenderweise haben sich die Mitarbeiter jedoch dagegen ausgesprochen. Wo sollen die Menschen hingehen, wenn wir die Klinik schließen? Also haben wir weitergearbeitet. Bei der Feier zur Wiedereröffnung des SOS-Kinderdorfes in Monrovia gilt der Dank daher ganz besonders den Krankenschwestern, Ärzten und weiteren Mitarbeitern der SOS-Klinik. On the forefront of the fight against Ebola was our medical clinic, who even in the middle of all this threat have never given up and have worked very hard. Once more, thanks to you for the tremendous support and the good work you have done on behalf of your brothers and sisters and children in Liberia. Chief Nurse, thank you. Darüber hinaus nutzt der SOS-Ehrenpräsident die Feier, um die Aktion von Initiator Franz Rosen hervorzuheben. Die Niedersachsen-Aktion, die entscheidend zur Renovierung des SOS-Kinderdorfes in Monrovia beigetragen hat. Because this gentleman and his friends have done a tremendous fundraising in Germany for your village. 10 Familienhäuser konnten mit den Spenden der Niedersachsen-Aktion erneuert werden. Dazu 4 Klassenräume. Die SOS-Mütter erhalten darüber hinaus selbstgeschmiedete Kreuze von den Niedersachsen, welche die frisch renovierten Häuser schützen sollen. We hope and wish that this SOS Children's Village and the beautiful country of Liberia shall have a prosperous and peaceful future. Many thanks and God bless you, your Franz Rosen. Putin ist, wie so oft, mitten unter den Kindern, auf Augenhöhe. Kinder, die hier im SOS-Kinderdorf ihr Zuhause gefunden haben. Und als der Regen endlich nachlässt, geht's raus zur großen Parade, vorbereitet von den Kindern, Müttern und Angestellten des SOS-Kinderdorfes in Monrovia. Gleich daneben, in der frisch renovierten Hermann-Gmeiner-Schule, zeigen die Schüler, was sie gelernt haben. Endlich können sie wieder unbeschwert feiern. Das SOS-Kinderdorf Monrovia erstrahlt in neuem Glanz. Außen wie innen. Es gibt mehr Licht, mehr Platz und überall fließendes Wasser. Die sanitären Anlagen wurden komplett erneuert. In einem heißen Land wie Liberia freuen sich die Mütter besonders über die großen Kühlschränke. Eine Erleichterung. Die Hoffnung ist zurückgekehrt. Und einen Namen hat die SOS-Mutter für den Neuankömmling auch gefunden. Blessing soll sie heißen. Und Segen für alle hier bringen. Ihre Geschwister warten schon darauf, die Kleine zu begleiten. Yeah.